Es fing mal so an, dass ich Begriffe untersucht habe und den Versuchen dann nochmal Begriffe so ganz bewusst zu erweitern. Und dann wurde eigentlich, was erst ein Wort ist, werden dann ganz viele Wörter und plötzlich eine 3-Meter-mal-5-Meter Zeichnung. Eben aus einer Struktur, die man für das Thema entwickelt, eine Form, die auch eine Aussage macht über das Thema. Eigentlich so ganz grundsätzlich versuche ich immer eine Struktur zu finden, die so echt wie möglich ist. Und man kennt es eigentlich auch von so einem ganz normalen Tagesablauf. Also es gibt halt immer einen Morgen, einen Mittag und einen Abend. Und es gibt so bestimmte Handlungen, die man da vollzieht, die man auch jeden Tag gleich macht. Und so ist es auch bei so einer Struktur, die ich schreibe. So im Nachhinein würde ich sagen, dass einerseits, dass ich irgendwann mal gelernt habe, wie man Partituren liest oder auch wie die geschrieben werden. Das hat auf jeden Fall auf das Entwickeln meiner eigenen Schreibweisen Einfluss gehabt. Und dann auch, was man halt kennt von der Musik, dass das zeitbasiert ist und dass es auch eine klare Struktur gibt, die aber auch sehr individuelle oder emotionale Inhalte transportiert. So, das ist das jüngste Buch, was ich mit Hatje Kanz und David Nolan gemacht habe. Und die heißt Peace for Words and Views. Und basiert darauf, dass ich dieses Buch von Roland Barthes gelesen habe, Fragmente einer Sprache der Liebe. Alle Wörter, die in dem Buch drin vorkommen, die ein Bild erzeugen, zum Beispiel, was man hier sieht, kommt aus dem Satz, die zum Himmel erhobenen Arme der Begierde. Und da sieht man zwei zum Himmel gestreckte Hände mit in Himmelblau. Ja, also das ist sozusagen das Bild, was dieser Text bei mir assoziiert hat. Und das ist einfach auch eine Untersuchung darüber, welche Bilder in komplett erzeugt eigentlich dieses Buch über dieses Thema. Ich arbeite im Moment an zwei Themen, die sich direkt aus dem Vorangegangenen ergeben. Und zwar hatte ich ja vorher dieses Konzept nach Farbe, Form, Synchron eigentlich zu untersuchen, wie funktioniert eigentlich Orientierung anhand von Farbe und Form. Und daraus kommt eigentlich jetzt, dass ich unbedingt das in 3D weiterentwickeln müsste. Das heißt, dass man eigentlich noch eine Zeitachse mit reinnimmt. Und an der Entwicklung von solchen Formen zur Untersuchung von Situationen arbeite ich halt gerade. Und parallel hat sich ja diese Untersuchung der Bilder generell von einem was angucken in der Außenwelt, dann über Kunst angucken, dann Literatur lesen und die inneren Bilder dazu untersuchen, dann zu Philosophie, eigentlich abstrakte philosophische Gebilde zu verstehen und das zu visualisieren. Sie hat sich so auf immer weiter verschoben, eben auf diese eigentlich unsichtbaren Bilder. Und damit bin ich, glaube ich, noch ein bisschen beschäftigt, herauszufinden, wie die aussehen und herauszufinden, wie die sich erzeugen.